werden auch Gehälter des Mittelstands nach unten gedrückt. Regierung senkt Einwanderungshürden für Ausländer. Berlin. In den vergangenen Jahren wurden durch verschiedene Arbeitsmarktreformen und Einreiseerleichterungen für gering qualifizierte Ausländer die Löhne in den unteren Einkommensgruppen nach unten gedrückt. Betroffen waren vor allem Berufe mit geringer Qualifikation. Nun sollen auch die Gehälter in höher qualifizierten Berufen nach unten gedrückt werden, durch eine verschärfte Konkurrenz aus dem Ausland. Dazu hat die Bundesregierung jetzt die Hürden für die Einwanderung von Fachkräften gesenkt, welche die hochqualifizierten Berufsgruppen bislang vor der ausländischen Konkurrenz schützte. Demnach können hochqualifizierte Ausländer künftig leichter eine Stelle in Deutschland antreten. Darauf haben sich laut FTD-Informationen die Fraktionen von Union und FDP geeinigt. Zuziehen darf dann, wer einen neuen Job mehr als 44.800 Euro jährlich verdient. Bislang galt eine Schwelle von 66.000 Euro. In einigen Berufsgruppen wie Informatiker, Ärzte und Ingenieure beträgt die Verdienstschwelle sogar nur noch 34.200 Euro. Vor allem Menschen aus Nicht-EU-Ländern sollen nun angeworben werden. Die Wirtschaftsunternehmen können ausländische Arbeiter dann für weniger Geld einstellen und somit die deutschen Arbeitskräfte unter Druck setzen. Entweder diese akzeptieren ein geringeres Gehalt oder die Stelle wird an einen günstigeren Ausländer vergeben. Zweite Neuerung ist die Einführung eines eigenen Visums zur Arbeitsplatzsuche. Demnach sollen Nicht-EU-Ausländer unabhängig von Qualifikation und bisherigem Verdienst für bis zu 6 Monate zur Jobsuche einreisen können. Künftig soll ein Gehalt ab 44.800 Euro zu einem befristeten Bleiberecht von 3 Jahren führen. Danach erhalten die Ausländer das Anrecht auf dauerhafte Niederlassung in Deutschland. Neu ist auch die Regel, dass Deutschkenntnisse besonders berücksichtigt werden. Wer einigermaßen gut Deutsch spricht, erhält bereits nach 2 Jahren ein unbefristetes Aufenthaltsrecht. Dies habe die Union gefordert. Ausländische Absolventen deutscher Hochschulen sollen zudem länger Zeit zur Jobsuche bekommen. Nach Studienende haben Ausländer nun statt 12 Monate künftig 18 Monate Zeit, um eine Arbeit in Deutschland zu finden.